Klar, scheiße. Okay. Ja. Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer weiteren Numerik-Vorlesung. Ich hatte letzte Mal sogenannte Splines eingeführt, ja, um es nochmal kurz zu wiederholen. Das waren halt stückweise Polynome und die haben halt die wunderschöne Eigenschaft, dass die halt die Gesamtkrümmung minimieren, ne, was halt bei Interpolationsanwendungen halt sehr gewünscht ist. Ne. Ich erinnere nochmal an diesen Runge-Effekt. Ja, gerade am Rand des Gebietes können halt Oszillationen auftreten, wenn man interpoliert. Und ja, diese Eigenschaft haben die Splines halt nicht. Ne. Okay, so, um das Kapitel Interpolation abzuschließen, kommen wir jetzt zu denjenigen Splines, die auch wirklich in der Praxis Anwendung finden, nämlich bei der Analyse von GPS-Daten. Ja. Und das sind natürlich zwei- oder dreidimensionale Daten, ne, je nachdem, wenn man noch Höhenlinien und so weiter noch mit abbilden will, dann ist man im R3, ne, oder im einfachsten Fall, wenn man jetzt eine zweidimensionale Karte hat, ist man im R2. Ja, also was man jetzt quasi haben möchte, sind sogenannte Kurven. Ja, und was eine Kurve ist im R2, das male ich euch jetzt mal an. Im R3 kann man sich das auch leicht vorstellen. Ja. Also angenommen, wir haben ein Koordinatensystem. Ja. So eine Kurve kann man sich immer so als was Zeitabhängiges vorstellen. Ja. Eine Kurve kann zum Beispiel einen Anfangspunkt haben, ja, für t gleich 0. Hier irgendwie ein Punkt, was haben wir hier? Keine Ahnung, minus 2, 1. Ne? Dann hätten wir hier den Anfangspunkt minus 2, 1. Ja? Aber die hat keinen Endpunkt. Ja? So, und jetzt läuft die quasi durch den R2 irgendwie durch. Ja? So. Und ja, der Parameter, der Input-Parameter ist die Zeit. Ja? Also hat man zum Beispiel hier für t gleich 1 einen neuen Punkt. Ne? Das wäre zum Beispiel der Punkt 3, 0. Ja? Ja, und dann läuft die immer so weiter. Ne? Die kann also auch so Schleifen haben. Ne? In dem Fall ist die dann nicht injektiv, weil dieser Punkt hier, ne, der wird ja für verschiedene Zeitpunkte angenommen. Ja, ja, also sowas ist quasi eine Kurve im R2. Ne? Und im R3 kann man sich natürlich das ganz genauso vorstellen. Ne? Irgendeine Kurve, die durch den R3 verläuft. Ja, und sowas irgendwie anzugeben, ja, das ist halt jetzt eines der Hauptanwendungsgebiete der Interpolation, nämlich die Analyse von GPS-Daten, wo halt dann solche Kurven mit Hilfe von Splines erzeugt werden. Ja, zu dem ganzen Kram kann man wieder unheimlich schöne Theorien aufstellen. Da gibt es auch in der Mathematik ganz eigene Veranstaltungen. Ja, also man geht dann auch über zu Flächen, Minimalflächen und sowas. Das fand ich damals auch super interessant in meinem Studium. Ja, das ist quasi der erste Schritt in Richtung Differentialgeometrie, so heißt dieses Gebiet. Okay, bei Differentialgeometrie im R auch N habe ich dann irgendwann auch abgeschaltet. Ja, aber man kann damit sehr schöne, anschauliche Dinge machen. Okay, aber natürlich machen wir das nicht hier. Es ist nur wichtig, dass ihr schon mal gehört habt, was eine Kurve im R2 und im R3 ist. Ja? So, und reproduzieren wollen wir solche Kurven mit Hilfe von sogenannten B-Splines. Ja? Und da gucken wir uns jetzt erstmal die Definition auf der Folie an. Ja, das wäre die Definition 8.7. Also wir betrachten wie das Splines der Ordnung K, ja? Wird wieder was mit der Differenzierbarkeitsordnung zu tun haben, ne? Wie wir das schon bei den gewöhnlichen Splines gesehen haben. Naja, und jetzt betrachten wir wieder Stützstellen. Ja? Die Stützstellen sind wieder initiiert von J gleich 1 bis N minus K. Ja? Sage ich das erstmal. Okay? Werden wir gleich anschaulich sehen, was das alles bedeutet. Ne?
Ja, und die sind rekursiv definiert. Ja, der nullte Baseline, der, also NJ0, ne, J bezieht sich wieder auf eine Stützstelle, ne, also jeder B-Spline geht auch wieder, wie wir das auch schon von den Lagrange-Polynomen kennen, mit einer Stützstelle einher. Ja, und NJ0 ist einfach, ja, dieses komische Zeichen ist die sogenannte charakteristische Funktion. Ja, auf diesem halboffenen Intervall zwischen den Stützstellen XJ und XJ plus 1. Das ist einfach, diese Funktion ist 1, nur auf diesem Intervall und ansonsten ist sie 0. Ja? Ne? Das heißt, diese Funktion ist auch insbesondere nicht stetig. Ja, und die anderen B-Splines ergeben sich dann rekursiv mithilfe dieser Formel, die da steht. Ja, das ist alles bekannte Sachen, kennen wir auch schon von den Lagrange-Polynomen, diese, ne, dividierten Differenzen sozusagen. Ja, und das ist NJK ist quasi eine Linearkombination aus NJK minus 1, das ist dann der B-Spline einer Ordnung tiefer. Und hier steht NJ plus 1K minus 1. Ja, das ist dann der B-Spline, der sich aber auf die nächste Stützstelle bezieht. Ja? So, B-Splines sind immer positiv. Ja, das kann man ganz leicht induktiv sehen. Und die haben kompakten Träger. Ja, das ist halt die Haupteigenschaft dieser B-Splines. Der Träger einer Funktion ist die Menge, wo die Funktion ungleich 0 ist. So, und wenn diese Menge kompakt ist, dann ist sie abgeschlossen und beschränkt. Ja, also wir haben eine beschränkte und abgeschlossene Menge, auf der die Funktion ungleich 0 ist. Ne? Okay. Genau, und ansonsten, das kann man auch induktiv sehen, wir fangen ja an hier mit so einer 1-Funktion auf einem bestimmten Intervall, das sind natürlich Polynome, das sind also stückweise Polynome zwischen den Stützstellen, ne, und vom Höchstgrad k auf den Knotenintervall. Ne. Deswegen sprechen wir hier zu Recht von Splines. Ne. Okay, ja, jetzt kommen wir nochmal zu dieser Indiziierung. Ich meine, hier müsste sogar stehen n-k-1. Ja. Ich wollte das jetzt mal verdeutlichen mit einer Skizze. Ja, im Internet gibt es natürlich immer wunderschöne Bilder dazu, aber ich bin mir halt mit dem ganzen Datenschutzgedöns nie so sicher, ob ich die wirklich verwenden darf. Deswegen male ich das mal. Wir können ja alle gut malen. Ne? Naja, der Wille zählt. Ja, also machen wir uns mal ein paar B-Splines hin, gucken wir mal, wie die aussehen. So. Ja. Und ich male die mal untereinander. Und zwar 4 Stück. Von 0 bis 3. Das was ich jetzt male, sind alles X-Achsen. Hm? So, und hier haben wir dann die Stützstellen. Ja, XJ. XJ plus 1, XJ plus 2, XJ plus 3 und XJ plus 4. Ja? So, wir gehen jetzt bis zur Ordnung 3, also 0, 1, 2, 3. Ne? So, der nullte Spline ist einfach die charakteristische Funktion auf dem Intervall von xj bis xj plus 1. Das wäre nj0. Ja, nj1 wäre sowas. Auch noch nicht differenzierbar. Ja, das ist quasi so eine Hutfunktion, die wir so letztes Mal kennengelernt haben. So, nj2 ist dementsprechend eine Parabel. Und NJ3 ist dann so ein Stückweise ein Polynom dritten Grades, ne, auf dem Intervall sowas hier. Ja. So. So, n ist gleich 5 in dem Fall, ne, weil wir 5
Nee, Mensch, NS 4, glaube ich. Ja, genau, dann stimmt das nämlich, was auf der Folie steht. Ja, NS 4 und J ging ja von ging ja bis N minus K, in dem Fall zum Beispiel für K gleich 1 bis 3. Das stimmt, wir haben nämlich 1, 2, 3 mögliche Möglichkeiten, diese Root-Funktion zu setzen, ne? Nämlich bei x0 plus 1, bei x0 plus 2, bei x0 plus 3, die Spitzen. Ne? Ja. Also stimmt das, was auf der Folie steht. Ich hatte erst gedacht, wäre ein Fehler, aber ist es nicht. Okay. Ja, und wie wir das gewohnt sind, wir verwenden diese B-Splines quasi als Basis, Polynome sozusagen, für unsere Interpolationsfunktion, die wir suchen. Ja? So, jetzt müssen wir aber aufpassen. Ja, diese njk von x, die sind aus R. Ne? Das sind reelle Funktionen. Ja. Was wir aber wollen, wir wollen ja die Kurve reproduzieren. Ne? So, und das heißt, die Gewichte, die Koeffizienten meiner Linearkombination, die ich jetzt betrachte, das sind jetzt Vektoren. Der Länge 2 oder der Länge 3, je nachdem, ob wir uns im R2 oder im R3 bewegen. Ja? So, und diese Vektoren, diese Koeffizienten der Linearkombination, die heißen Kontrollpunkte. Ja? Und das habe ich jetzt auf Folie. Ja, also wir haben diese Linearkombination aus den unseren Basispolynomen njk von x. Ja, und diese Koeffizienten djk, das sind jetzt Vektoren. Ne? Das sind die sogenannten Kontrollpunkte. Ja, und ja, dieses d ist jetzt, das steht jetzt quasi für die Kollektion aller Kontrollpunkte. Ja, und ja, das ergibt mir dann meine gesuchte Spline-Funktion der Ordnung k. Ne? Ja, diese Kontrollpunkte lassen sich natürlich auch bestimmen. Auch da gibt es natürlich wieder Verfahren zu und auch verschiedene Varianten. Der Klassiker ist der Algorithmus von de Boer und damit werden die Kontrollpunkte mit einer Konvexkombination bestimmt. Ja, Konvexkombination bedeutet zur Erinnerung, dass die Koeffizienten zwischen 0 und 1 liegen und deren Summe gleich 1 ist. Ne? Das ist natürlich hier trivialerweise der Fall. Die Alphas sind positiv, wenn sie so definiert sind. Ne? Ja. X plus k plus 1 ist mal größer gleich x. Ne? Weil wir x ja immer aus dem Teilintervall betrachten, also sind die positiv und Alpha plus 1 minus Alpha ergibt natürlich 1. Ne? Also ist das hier eine Konvexkombination ja, aus zwei Vorgängerkontrollpunkten. Ne? Ja? So, und die Tatsache, dass das eine Konvexkombination ist, führt jetzt zu einer sehr schönen geometrischen Interpretation, nämlich, dass die resultierende Baseline-Kurve, die wir suchen, die ja unsere Kurve in dem Fall im R2 interpolieren soll, ja, die liegt jetzt in der konvexen Hülle der Kontrollpunkte. Ja? Die konvexe Hülle ist hier nicht eingezeichnet. Ja? Was ich gemacht habe, ich habe hier die Kontrollpunkte einfach verbunden. Ne? Und was dann entsteht, ist ein sogenanntes Stützpolygon. Ja? Das heißt, diese Kurve wird sozusagen von diesen Kontrollpunkten irgendwie gestützt. Ne? Die liegen irgendwie um die Funktion herum. Ja? Deswegen nennt man das Stützpolygon. So, und die konvexe Hülle der Kontrollpunkte wäre das hier. Ne? Ich gehe hier hin, dann gehe ich hier hin. So, so und so. Ne? Ja, das wäre die konvexe Hülle und die Kurve liegt genau da drin. Ne? Okay, das war's zu den sogenannten B-Splines. B-Splines auf Deutsch. Ja, jetzt kommen wir zur letzten sehr, sehr schönen Art von Splines. Oder Art von Interpolation. Das geht mit sogenannten Bézier-Kurven. Und diese Bézier-Kurven, die basieren auf Bernstein-Polynomen. So.
Was sind Bernstein-Polynome? Ja, auch die sind wieder über eine Formel definiert. Und diese Formel, die erinnert sehr, sehr stark an die binomische Formel. Ja? Also ein Bernstein-Polynom bk, n ist an der Stelle x ist definiert als n über k, das ist der Binomialkoeffizient, mal x minus a durch b minus a hoch k, mal b minus x durch b minus a hoch n minus k. Also sehr ähnlich der binomischen Formel. Ja? So, ja. X ist aus ab. Ne? Das heißt, diese Terme sind positiv, x minus a ist positiv und b minus x ist positiv. Und diese Polynome heißen Bernstein-Polynome. Ja, was können diese Bernstein-Polynome? Ja, wenn ich jetzt eine Linearkombination mache mit Hilfe dieser Bernstein-Polynome, ja, und irgendwelchen Koeffizienten. Ja, die Koeffizienten, die ergeben sich hier wieder als die Funktionswerte an gewissen Stellen. Ne, das ist hier eine Transformation in das Intervall AB. Keine Transformation, das Argument A plus K durch N durch B minus A sichert halt, dass wir irgendeine Stützstelle hier im Intervall AB haben. Ne? So, und F an dieser Stützstelle ist dann ein Koeffizient. Ne? Und die Basispolynome sind jetzt halt diese Bernstein-Polynome. So, und das Schöne ist, dass diese Bernstein-Polynome eine Funktion beliebig genau approximieren können. Ja? Das heißt, die einzige Voraussetzung, die wir haben, dass f auf dem Intervall AB Lipschitz stetig ist, komme ich gleich noch zu, was das bedeutet. Ja, und beliebig genau approximieren. Das bedeutet halt, ich kann mir eine Genauigkeit, eine Toleranz epsilon größer 0 vorgeben. Ja, und ab irgendeinem gewissen n, das ich sogar quantifizieren kann, n ist größer die Lipschitz-Konstante zum Quadrat durch epsilon, ja, gilt dann, dass der Abstand zwischen meinem originalen Funktionswert und dem geschätzten Funktionswert kleiner als epsilon ist. Ja? Das bedeutet also beliebig genau approximieren. So, kommen wir nochmal zu dem Begriff Lipschitz-Stetigkeit. Da gehe ich mal ein paar Folien zurück. Zischfolien zurück. Ja, genau. Nämlich so ein Fixpunktsatz von Banach, den wir in Numerik 1 hatten, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, sondern nur auf den Begriff der Lipschitz-Stetigkeit. Eine Funktion ist Lipschitz-stetig, wenn hier so eine Abschätzung gilt. Ja? So dieses D ist in dem Fall halt irgendein Abstandsmaß. Ne? Beim Fixpunktsatz von Banach, der ist relativ abstrakt formuliert. Ja? Der gilt für beliebige, vollständige, metrische Räume. Wollen wir uns jetzt nicht dran stören, im einfachsten Fall, in R ist dieses Abstandmaß einfach der Betrag der Differenz. Ne? Also das ist quasi nichts anderes als Betrag f von x minus f von y. Und auf der rechten Seite steht dementsprechend Betrag x minus y. Ne? So. Und es muss also die Ungleichung gelten, es gibt ein globales L, sage ich das mal L, das muss nicht kleine 1 sein, das ist nur in dem Fall, ja, ein globales L, das nicht von x und y abhängig ist, sodass der Betrag von f von x minus f von y kleiner gleich dieses L mal Betrag x minus y ist. Das heißt Lipschitz-Stetigkeit. Ja? Kann man sich auch ein bisschen veranschaulichen, wenn ich das hier rüberhole, habe ich auf der linken Seite einen Differenzenquotienten stehen. Ne? Und der Differenzenquotient, das ist eine Näherung für unsere Ableitung. Ja? Das heißt, eine Lipschitz-stetige Funktion ist halt eine Funktion mit beschränkter Ableitung sozusagen. So kann man es sich vorstellen. Und dieses L, das ist dann auch tatsächlich gegeben durch die betraglich maximale Ableitung auf dem Intervall, das man betrachtet. Ja? Gut, das ist Lipschitz-Stetigkeit zur Wiederholung. Oder für die Leute, die es noch nicht gehört haben. Ja. Genau. Und durch diese Linearkombination
entstehen jetzt dann sogenannte Désir-Kurven. Ja, das sind dann halt meine Interpolationsfunktionen. Und die sind halt, wie gesagt, beliebig genau. Ja? So, und also das geht halt, ich will ja wie gesagt Kurven reproduzieren, allgemein von Funktionen von R nach R hoch N. Ja, das heißt, für jede Komponente mache ich eine Bernstein-Approximation. Und dadurch entstehen die sogenannten Bézier-Kurven. Ja? So, die N plus 1 Punkte fehlt hier, auf denen F gegeben sein muss, bilden die Kontrollpunkte der Bézier-Kurven und ja, die Bézier-Kurve liegt dann wieder in der konvexen Hülle der Kontrollpunkte. Und es entsteht wieder so ein Stützpolygon. Ja, das mache ich jetzt zum Abschluss auch noch an der Tafel, um das Ganze nochmal zu verdeutlichen. Natürlich kann ich hier nun im R-Quadrat malen, also ich betrachte eine Bézier-Kurve im R-Quadrat. So, n ist immer um 1 höher. N ist 3. Ja. Ja, das heißt, ich brauche Bernstein-Polynome bis zur Ordnung 3. So, und ja. Ich habe jetzt im R-Quadrat ja zwei Komponenten. X und Y. Ne? So, und die sind jetzt abhängig von der Zeit, sage ich jetzt mal T. Ne? Ja, diese Kurve, die ich ganz am Anfang gemalt habe, ne? Die ist ja zeitlich. Ja? So, und ja, das ist eine Linearkombination aus Koeffizienten, die nenne ich jetzt mal xi, x0 mal b03 von t, ja, das ist das Bergstrom-Polynom der Ordnung 3, ein Bergstrom-Polynom der Ordnung 3, plus x1 mal b13 von t, plus x2 mal b23 von t, plus x3 b33 von t. Ja? Und y, die y-Komponente, ja, ergibt sich jetzt als Linearkombination mit Koeffizienten yi und ansonsten steht da dasselbe. Ja, die Koeffizienten suche ich und wenn ich die gefunden habe, dann kann ich meine Kurve im R2 dann darstellen. So, jetzt werden natürlich alle zu Recht sagen, ja wieso denn, das sind zwei Gleichungen und acht Unbekannte. Ja? Naja, das ist eine Approximation, ne? Hatte ich ja gesagt. Diese Bézier-Kurven, die approximieren ja eine Funktion beliebig genau. Ne? So, das heißt, die Bézier-Kurven gehen nicht genau durch die Punkte, die man vorgibt. Ne? Ja, und auch hier wieder ein schönes Bildchen. Ja, angenommen, das ist hier meine Bézier-Kurve. Sieht so aus. Ja. So, jetzt mache ich mal unterschiedliche Farben. Jetzt male ich mal die das Stützpolygon, also das durch die Kontrollpunkte geht. Ja, also hier ist einer, da ist einer, da ist einer, hier, 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 hier. So hat es gedacht. Das Polynom soll jetzt so gehen. Nein, okay, den noch dabei. Ja, so kann das aussehen. Stützpolygon. Das ist nur ein Cartoon. Ne? Das ist nur ein Beispiel, wie es aussehen kann. Ja?
So, und was hatten wir gesagt? Die Bézier-Kurve muss in der konvexen Hülle der Kontrollpunkte liegen. Das ist nicht ganz der Fall, also muss ich das noch hier wegmachen. So. So. Das ist die konvexe Hülle. Ja? Okay. Ja, das war's jetzt zu Splines und deren Anwendung und Interpolation. Ja, damit kommen wir jetzt zum größten Kapitel in Numerik 2, nämlich die Numerik der gewöhnlichen Differentialgleichung. Ja, was ist denn die Motivation, die dahinter steckt für einen Informatiker? Ja, es wird ja immer die Frage gestellt, wozu brauchen wir Informatiker die ganze Mathematik? Ja, Differentialgleichungen spielen halt insbesondere bei der Bildverarbeitung eine große Rolle. Die meisten Anwendungen sind sehr physikalisch, ne? Schreiben irgendwelche Prozesse in der Natur. Ja, aber ich habe mich mal schlau gemacht. Es gibt auch eine sehr schöne informatische Differentialgleichung. Ja? Nämlich, wenn man zum Beispiel irgendwie mit irgendwelchen Algorithmen versucht, Bilder zu restaurieren. Ja? Nennt man auf Englisch auch In-Painting, ja, Bildrestauration. Ja? Und jetzt kann man als ersten Ansatz sich mal überlegen, okay, so, ich habe mein Bild, das ist kaputt, ne? So, und das habe ich aber noch an bestimmten Stellen gegeben, ne? So, dann könnte ich doch mit Interpolationsansätzen bestimmt mein Bild wieder rekonstruieren, ne? Ja, aber wir haben ja das Runge-Phänomen kennengelernt, ja, und gerade am Rand kann das besonders in die Hose gehen. Ja, und das heißt, irgendwelche Kanten des Bildes, irgendwelche Texturen da, die in der Nähe des Randes liegen, die werden dabei vollkommen zerstört. Ja? Also Interpolation ist kein guter Ansatz für diese Anwendung. Ja? Ja, und daher kommen jetzt Differentialgleichungen ins Spiel. Angenommen, Omega ist dieses Bild, was ich restaurieren möchte. Ja, und das soll in D Teilmenge Omega restauriert werden. D muss sogar auch ungleich Omega sein. Ne? So, und in Omega ohne D ist es bekannt. Ja? So, und ich versuche jetzt das Bild durch eine Funktion U zu beschreiben. Ne? Diese Funktion U, die ist dann abhängig von den Koordinaten, ne? X und Y, ne? Zweidimensionales Bild, ja, besteht aus zweidimensionalen Koordinaten und hat dann als Werte, was weiß ich, irgendwelche Graustufen oder Farbcodes oder was auch immer. Ja? Ja? Also ist eine Funktion von R² nach R. Ja, und um so eine Funktion U zu finden, muss ich erstmal eine Gesetzmäßigkeit aufstellen, das heißt eine Gleichung aufstellen, die dieses U erfüllt. Und diese Gleichung muss ich dann lösen. Und dann kriege ich meine Funktion. Ja? So, in dem Fall sieht die DGL so aus. Ja, gucken wir erstmal hier, das ist wieder die charakteristische Funktion auf dem schon bekannten Bild zwischen U minus F. Ne? Ja. Also auf der Differenz U minus F ist diese Funktion 1 und sonst 0. Hm? Die ist noch irgendeine konstante Lambda und das, was hier steht, das ist der sogenannte Laplace-Operator. Ja, der wird uns später bei den partiellen Differentialgleichungen nochmal begegnen. Das ist also ein sehr, sehr wichtiger Operator in der Mathematik, sollte man auf jeden Fall schon mal gesehen haben. Und dieser Laplace-Operator ist also quasi die Summe aus den zweiten, ich sag immer nicht gemischten partiellen Ableitungen
fällt sonst nie ein anderes Wort dafür ein. Also del Quadrat u durch del x Quadrat plus del Quadrat u durch nach del y Quadrat. Ja, gemischte Ableitung wäre del Quadrat u nach del x del y. Ne? Also das ist, wenn man die Hesse-Matrix aufstellt, sind das quasi die Diagonalelemente der Hesse-Matrix. Ne? Die werden auradiert und damit erhält man den Laplace-Operator. Ja? Ja. Ja, es kommen Ableitungen drin vor. Deswegen heißen diese Gleichungen ja auch Differentialgleichungen. Weil, egal, wenn man irgendeinen Prozess in der Natur oder was auch immer, irgendeinen Prozess beobachtet, ja, da spielen Änderungen eine große Rolle. Ne? Und diese Änderungen, die werden halt durch Ableitung beschrieben. Ja? Deswegen Differentialgleichung. So, und die Lösung, ne, ist jetzt keine Zahl, ist jetzt kein Vektor, sondern eine Funktion. Ne? Ja, also wir suchen eine Funktion u, ja, in dem Fall von r² nach r. Ne? So. Wenn man diese Gleichung analytisch lösen kann, und das kann man in sehr vielen Fällen, ja, also die Analysis geht, was die gewöhnliche Differentialgleichungen anbelangt, sehr, sehr weit. Da kann man auch eine eigene Folien drüber halten. Ne? Gibt auch ganze Bücher zu. Ja? Und dann hat man natürlich die Funktion überall gegeben. Ja? Es gibt aber natürlich auch Differentialgleichungen, die nicht mit analytischen Methoden lösbar sind. Ne? Oder die halt zu schwer lösbar sind, die man halt schneller und leichter numerisch lösen möchte. Numerisch, eine Differentialgleichung numerisch zu lösen, bedeutet aber, die diskret zu lösen. Das heißt, ich bekomme nicht meine eine Funktionsgleichung raus, ne? U von x gleich, bekomme ich nicht, sondern ich bekomme diese Funktion nur an bestimmten Stellen, an bestimmten Punkten. Deswegen diskret. Ne? Ja, aber genau das ja, wollen wir jetzt hier mal verfolgen. Ne? So, natürlich fangen wir auch hier wieder erstmal mit ein bisschen Theorie an zu gewöhnlichen Differentialgleichungen. Ja, was ist denn eine gewöhnliche Differentialgleichung? Ne? Ja, stellen wir uns erstmal ganz dumm. Das ist einfach eine Funktion aus irgendwelchen Ableitungen von einer Funktion u und x, die Variable, die ich einsetze. Ne? Ja, also irgendeine Funktion von x, u, u', u2' bis irgendwie eine Ableitung der Ordnung n gleich 0. Ja? Das ist eine gewöhnliche Differentialgleichung. Ja? So. Also, und u ist jetzt eine Funktion von r nach r. Ja? Das, was ich euch auf der Folie davor gezeigt habe mit dem Laplace-Operator, das war eine partielle Differentialgleichung. Ja? Also eine Funktion von r² nach r. Ne? Wir betrachten jetzt hier nur u von r nach r, das heißt, dadurch, ja, kommen wir zu den sogenannten gewöhnlichen Differentialgleichungen, die nur diese Funktion als Lösung zulassen. Ja? So, die Ordnung dieser gewöhnlichen Differentialgleichung heißt n, ja, wenn Ableitung bis zur Ordnung n in der Gleichung vorkommen. Ne? So, in manchen Fällen kann ich so eine Gleichung nach der n-ten Ableitung auflösen. Ne? Dann nenne ich diese Gleichung explizit. Ja? Ansonsten implizit. Ne? Wenn da zum Beispiel steht Sinus von zweiter Ableitung mal n-ter Ableitung, kann ich nicht nach der n-ten Ableitung auflösen. Ne? Ja, und wenn u entweder die oder die Gleichung erfüllt, je nachdem, wenn es auflösbar ist oder nicht, dann kann man ja auch die nehmen. Oder die Ursprungsdifferentialgleichung erfüllt, dann heißt u Lösung dieser Gleichung. Ja? Okay. Ja, ich würde sagen, bevor wir zur nächsten Definition kommen, lieber erstmal ein paar Beispiele. Ja? Ich gehe davon aus, dass ihr vielleicht noch nie was mit Differentialgleichungen zu tun hattet. In der Analysis hier machen wir es nicht.
Ja, und glaube auch momentan gibt es auch überhaupt keine Veranstaltung hier im Fachbereich 2, wo das thematisiert wird. Peter, du hast mal Höreranalysis gemacht, ne? Da hast du es mal drin. Gibt es aber jetzt leider auch nicht mehr. Ansonsten wüsste ich wirklich nicht. Ne? Was auch schade ist, ne? Weil das ein wirklich sehr, sehr schönes Thema und auch interessantes Thema, auch für Informatiker ist. Ne? Okay, dann würde ich aber sagen, gehen wir jetzt mal schrittweise daran und gucken uns mal ein paar Differentialgleichungen einfach an. Okay. Das wäre das Beispiel 9.1. Nehmen wir mal eine ganz einfache. Explizit. Also, U' von x gleich 2x. So. Gewöhnlich lässt man das von x weg. Ja? Mache ich das auch direkt. Also ich schreibe nur U' gleich 2x. Meine natürlich U' von x damit. Ne? Ja, das ist eine gewöhnliche Differentialgleichung erster Ordnung. Ja, weil die höchste Ableitung, die vorkommt, ist die erste. Ja, und die Lösung, schreibst du mal hin. Ne? Naja, gut, wie kann ich die Lösung bestimmen? Indem ich integriere. Ne? Wie komme ich von U' nach oben mit integrieren? Ja, und 2x, davon die Stammfunktion ist x² plus c. Ne? Jetzt kommt dieses plus c wieder ins Spiel, was wir aus der Integralrechnung kennen. Ne? Es gibt unendlich viele Stammfunktionen. Ne? Das heißt, eine gewünschte Differentialgleichung hat im Allgemeinen unendlich viele Lösungen. Ja? Wenn man nicht Zusatzbedingungen einführt. Ne? Da kommen wir gleich zu. Mal noch ein Beispiel. So. Was man auch oft findet, ist sowas hier. U-Punkt. Ja, das ist auch nichts anderes als die erste Ableitung. Ja? Also auch U', aber meistens meint man damit, dass das U eine zeitabhängige Funktion ist. Also U von t und t ist eine Zeitvariable. Und das kommt irgendwie aus der Physik. Dann bezeichnet man die Ableitung mit einem Punkt anstatt einem Strich. Ne? Nur, dass ihr wisst, was das bedeutet. Ja? Ja, tun wir es auch so, als wäre es eine zeitabhängige Differentialgleichung. Sagen wir mal, U-Punkt ist gleich t mal U². Ne? So, die Lösung. Ist u von t gleich minus 2 durch t Quadrat plus c. Ja? Warum? Mal beweisen, einsetzen. Ja? Denn, ja, bilden wir doch mal die erste Ableitung u Punkt nach t. So, Kettenregel, langes her. Also, das war die Ableitung von 1 durch x, ist minus 1 durch x². Das heißt, die äußere Ableitung wäre minus, minus 2, also plus 2 durch den Nenner zum Quadrat, mal die innere Ableitung, die ist 2t. Ja? So, ich will zeigen, dass das t gleich t mal u² ist, das heißt, das t tue ich nach vorne. T mal 4t durch t² plus c. Ja, und das ist doch genau das Quadrat davon, ne? Also passt das doch. Ne? Also t mal u². So, wie ich auf die Lösung gekommen bin, verrate ich nicht. Ne? Da gibt es noch spezielle Methoden dafür, wie man das macht. Okay,
Ja, machen wir noch ein Beispiel. U' Quadrat plus 1 gleich 0. Ja? Kurz überlegen. Ja, die hat natürlich keine Lösung mehr. Ne? Die suchen ja nach reellwertigen Funktionen und nicht nach komplexwertigen Funktionen. Also hat diese Gleichung keine Lösung. U von R nach R. Ne? So, letztes Beispiel. Machen wir mal eine GDGL 2 auf. Ne? Und zwar U2' gleich minus 9U plus 9 hat die folgende Lösung. U von x ist gleich 1 plus C1 mal Sinus 3x plus, nee, minus, obwohl das ist auch völlig egal, C2 mal Cosinus von 3x. Ja, ist klar, ist egal, ob ich hier Plus oder Minus schreibe, dann ändert sich halt das Vorzeichen der Konstanten. Ne? Okay, ja, eine spezielle Lösung wäre zum Beispiel u von x gleich 1, wenn die Konstanten 0 sind. Ne? Ja, ne? Darf die ja beliebig werden. Es gibt unendlich viele Lösungen, weil es unendlich viele Stammfunktionen gibt. Daher kommt das. Ne? So, das ist eine Übungsaufgabe. Also zu beweisen, dass das die Lösung ist. Ne? Einsetzen, ableiten und gucken, ob das mit der rechten Seite übereinstimmt. Ne? So, ja, aber man ist ja nicht an unendlich vielen Lösungen interessiert, sondern eine eindeutigen. Ne? So, wie mache ich das eindeutig? Ich muss diese Konstanten irgendwie fixieren. Das heißt, ich brauche Zusatzbedingungen. Ja? Und bei gewöhnlichen Differentialgleichungen betrachtet man häufig sogenannte Anfangswertprobleme. Das heißt, man setzt die Funktion, die man haben will, an einem bestimmten Anfangswert, zum Beispiel t0, fest. Ja, ich sage also, hier soll meine Kurve starten, meine Funktion starten. Ne? So, das muss natürlich, was weiß ich, physikalisch oder was auch immer vernünftig sein. Ne? Aber ne, das ist halt oft gegeben. Ne? Solche Anfangsbedingungen sind auch in der Natur halt oft gegeben. Ja, und wenn ich so eine Anfangsbedingung festlege, dann mache ich die ja, die Lösung eindeutig. Werden wir gleich sehen. Ich lasse diese Beispiele mal stehen und dann gehen wir gleich nochmal durch und machen und fügen halt Anfangsbedingungen ein. Gucken aber erstmal auf die Folie, wie Anfangsbedingungen definiert sind. Ja. Also hier habe ich nochmal diese Schreibweisen aufgeschrieben. Ne? Wenn U von der Zeit abhängig ist, dann schreibt man auch U Punkt. Oder U2 Punkt oder U Punkt Punkt, nicht Ü. Ne? Und genau. Und oft hat man U zu irgendeiner bestimmten Anfangszeit T0 gegeben. Ne? Ja. Ja, das heißt, man fixiert jetzt die Funktion an irgendwelchen Anfangswerten. Ne? Hier allgemein habe ich jetzt wieder X geschrieben. Ne? Also ich sage zum Beispiel, U von X0 soll U0 sein. Und U0 ist irgendeine reelle Zahl, die ich vorgebe. Ne? Die diese Funktion an meinem Anfangswert x0 annehmen soll. Ja? Ja, das gleiche kann ich natürlich auch für die Ableitung machen. Ich kann auch sagen, ja, meine Funktion soll
an dem Anfangspunkt irgendeine bestimmte Steigung haben. Ne? Dann sage ich U' von x0 ist gleich U1. Ja? Und so weiter. Ich habe hier mit der nullten Ableitung angefangen. Wenn ich n Ableitungen habe, von 0 bis n minus 1, habe ich zum Schluss die n minus 1. Ableitung. Die kann ich auch fixieren an der Stelle x0 und nenne die dann un minus 1. Ne? Und diese UIs von 1 bis n minus 1 sind jetzt irgendwelche reellen Zahlen. Ne? Ja. Und genau damit mache ich jetzt diese gewöhnlichen Differentialgleichungen eindeutig lösbar. Ja, es gibt auch noch sogenannte Randwertprobleme. Dabei betrachtet man die Differentialgleichung zum Beispiel auf dem Intervall AB, ja, und setzt dann halt fest, welche Funktionswerte die Funktion an den Rändern A und B annehmen soll oder die Ableitung davon. Ne? So, da diese Randwertprobleme aber numerisch halt komplett anders gelöst werden als die Anfangswertprobleme, habe ich die nach hinten verschoben. Ja, also wir bleiben jetzt erstmal nur bei den Anfangswertproblemen. Ja, und wir gucken jetzt mal anhand unserer Beispiele, wie ich die Lösung jetzt eindeutig machen kann. Ja, bei der i, ich schreibe jetzt mal in rot. AB steht für Anfangsbedingung und ich sage jetzt einfach mal, an der Stelle 0 soll die Funktion 0 sein. U von 0 gleich 0. Naja, das gibt mir direkt, dass c gleich 0 ist. Ne? C gleich 0 und u von x ist dann eindeutig festgelegt als x². Ne? So, was haben wir hier? Hier habe ich gesagt, es soll gelten u von 0 gleich 1. Naja, das führt dazu, dass minus 2 durch c gleich 1 ist, ne? Und c ist minus 2. Ne? Also wäre die Lösung minus 2 durch t Quadrat minus 2. Okay, jetzt habe ich tatsächlich hier noch eine andere Differentialgleichung. Die hat eh keine Lösung. Und da sollt ihr euch ja sowieso in der Übung mit beschäftigen. So noch. Dann ist das halt jetzt 5i. U' gleich, U-Punkt habe ich wieder geschrieben, gleich t mal u Quadrat. Mit der Anfangsbedingung jetzt u von 0 gleich 1. So, mal kurz überlegen, im Analysis-Gedächtnis nochmal rumkramen, welche Funktion hat als Ableitung 1 plus sich selbst ein Quadrat? Ja, Quatsch. 1 plus u Quadrat sollte das stehen. Sorry. Und u von 0 soll 0 sein. Da bin ich in der Zeile verrutscht hier. So, okay. Jetzt nochmal kurz überlegen. Welche Funktion hat als Ableitung sich 1 plus sich selbst ein Quadrat? Ja, das ist der Tangens. Ne? Also u von t ist Tangens von t. Aber plus c. Ne? Ja, gut. Wenn u von 0 gleich 0 sein muss, muss c gleich 0 sein. Hm.
Ja, damit hätte ich dann den Tangens als Lösung und keine Verschiebung des Tangens nach oben oder unten. Ne? Deswegen braucht man diese Anfangswertbedingung. Ja. So, ich glaube nicht, dass es sich jetzt lohnt, hier tausendmal hin und her zu schwenken. Ich bleibe jetzt mal an der Tafel. Ja, kurz einen Blick drauf werfen, wo ich wische. Okay. Wir betrachten den folgenden Satz, das ist der Satz 9.1. Sehr wichtig, sehr wichtige Grundlage überhaupt für die Theorie der Differentialgleichung. So, wir betrachten die folgende lineare, gewöhnliche Differentialgleichung. Linear heißt ja als Ordnung 1, ne? U' gleich Lambda mal U. Lambda ist aus R. Ja? Mit Anfangswert U von T0 gleich 0. U0. U0 ist auch eine reelle Zahl. Ja? So, was hat die für eine Lösung? Kurz gucken. Lass das Lambda mal weg. U' gleich U. Das ist die einzige Funktion, die sich selbst als Ableitung hat. Die E-Funktion. Also muss das irgendwas mit E sein. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass die Anfangswert, die Anfangsbedingung erfüllt ist. Also ich schreibe jetzt mal, hat die Lösung U von T. Gut, das Lambda schleppe ich einfach mit und dann Lambda mal E hoch T minus T0. Oh, sollte das stehen. Nee, immer das. Oh. So ist die Anfangsbedingung nicht erfüllt. Wenn ich ableite, kommt das Lambda als konstanter Faktor hier vor, also muss das auch hier oben stehen. Genau, wenn ich T0 einsetze, muss halt U0 rauskommen. Genau, das Lambda davor ist Quatsch, sowas. Ja. Genau, ne? Also wenn ich T0 einsetze, kommt, steht hier 0, E hoch 0 ist 1, kommt U0 raus. So, und wenn ich das ableite, kommt der Lambda als konstanter Faktor davor. Ne? Also wäre U'. Ja komm, schreib mal auf, Beweis. U' von T ist Lambda mal U0 mal E hoch Lambda T minus T0. Und das ist natürlich Lambda mal U von T. Ne? Das war ja U von T. Und ja, Anfangswertbedingung U von T0. E hoch 0 ist 1, ist natürlich U0. Passt, ne? Okay. So. Die Lösung dieser einfachen Differentialgleichung, die bildet jetzt, die bildet später, da werde ich auch mal kurz drauf eingehen, ja, eine sehr wichtige Basis überhaupt für Differentialgleichungen zu lösen. Man redet dann von sogenannten Fundamentalsystemen. Ja? Und ja, diese Fundamentalsysteme bestehen aus solchen E-Funktionen. Ja?
komme, gehe später auch nochmal drauf ein. Okay, so, dann zeige ich euch jetzt noch zwei wichtige Verfahren, um spezielle gewünschte Differentialgleichungen analytisch zu lösen. Ja, machen da ein Beispiel zu. Normalerweise habe ich die Beispiele immer in der Übung gemacht, aber da jetzt keine Übung stattfindet und ich auch keine Übung aufzeichne, machen wir diese Beispiele jetzt auch mal in der Vorlesung ausnahmsweise. Ne? Kann ja nicht mal schaden. So, diese beiden Verfahren, wovon ich gesprochen habe, zur analytischen Lösung sind Trennung der Variablen oder Separation der Variablen und Variation der Konstanten. Ja? Also fangen wir mal an mit der Separation der Variablen. So. Machen wir das folgendermaßen. Ich schreibe erstmal allgemein an, wie es geht, und dann machen wir ein konkretes Beispiel dazu. So. Die Separation der Variablen ist nur anwendbar auf sogenannte homogene Differentialgleichungen. Naja, was ist das? Das ist sowas. Ja, U' gleich irgendwas, das irgendwas schreibe ich da hin. Naja, oft kommt hier noch ein Rest hin, plus irgendein Rest, eine Restfunktion. Ja, diese Restfunktion muss 0 sein, die dann hier rechts stehen würde. Ne? Bei homogenen Gleichungen. Das heißt, hier steht jetzt nur ein Term und dieser Term, und deswegen heißt das so, der muss aufteilbar sein in irgendeine Funktion f von x mal g von u. Das heißt quasi, Variablen x und u müssen voneinander trennbar sein. Ja? Und hier darf nichts hinterkommen, deswegen homogen. Inhomogen wäre dann, kommen wir gleich zu, plus irgendein Rest von, plus r von x, ne? Und r ist eine Restfunktion, ne? Aber darf nicht passieren. Und x und u müssen so irgendwie voneinander trennbar sein. Hm? Nur dann funktioniert es. So. U' kann ich ja auch mit dem Differentialoperator ausdrücken, nämlich du nach dx. Ja, ja, das sieht man so nur langsam, wo dieser Sinn, dieses dx, so die Rechnerei mit diesem dx und so weiter, wo der Sinn drin liegt. Ja. Genau, ne? du nach dx schreibe ich anstelle von u'. Jetzt hole ich das g von u rüber. Ja. F von x. So, jetzt habe ich links alles mit u stehen, bis auf alles stehen, was mit u zu tun hat, bis auf das dx. Und rechts alles stehen, was mit x zu tun hat. So, und jetzt bilde ich auf beiden Seiten. Ne? Ja, wie kriege ich das dx weg? Indem ich, also das heißt, hier differenziere ich ja nach x. Um es wegzukriegen, muss ich die Umkehrung machen. Das heißt, ich muss nach dx integrieren. Ja? Jetzt seht ihr auch, warum dieses dx bei dem Integral so wichtig ist eigentlich. Ne? Okay. Weil es jetzt darauf ankommt, nach welcher Variable wir auch integrieren und differenzieren. Ne? Na gut, dann fällt das hier weg. Das dx fällt weg. Dann bleibt übrig Integral von 1 durch g von u du. Ne? Ja? Nach u müssen wir dann integrieren. Naja, und hier steht Integral f von x dx. Ja? So, plus c natürlich, das spare ich mir jetzt. Klar, es gibt unendlich viele Lösungen. Das c wird durch die Anfangsbedingungen fixiert. So, na gut. Das muss ich lösen. Ja? Ja, und wenn ich das löse, kommt hier auf der Seite irgendwas raus mit u von x. Also da steht irgendwie u von x gleich irgendwas. Ja? Und die rechte Seite muss ich natürlich auch ausrechnen. Ne? Ja, aber so komme ich dann zu einer Lösung. Ja? Wenn ich diese beiden Integrale bestimmen kann. Ja? Okay, der letzte Schritt erscheint, ist ein bisschen Magic. Das müssen wir uns ein Beispiel angucken. Ne? Dann wird das klar,
Mach mal ein Beispiel. So, das ist also eine Übungsaufgabe. Genau. Und das ist hier das Beispiel 9.2. I. Ich betrachte die folgende Differentialgleichung. U' ist gleich 1 plus u Quadrat. Durch 1 plus x Quadrat. Ich füge noch ein Minuszeichen davor. So. Naja. Jetzt muss ich irgendwie sehen, dass ich die Variablen getrennt bekomme. Also x und u, aber das geht ganz einfach. Das ist ja nichts anderes als minus 1 durch 1 plus x Quadrat mal 1 plus u Quadrat. Ne? So, das ist jetzt das f von x und das ist das g von u. Also habe ich die Variablen voneinander getrennt. Hier kommt noch nichts mehr dahinter, also ist die Gleichung homogen. Also kann ich die Methode der Variablen-Separation jetzt anwenden. Ja, was habe ich gemacht? Für u' habe ich ja du nach dx geschrieben. Und das g von u habe ich rübergeholt. Das heißt, hier steht dann 1 durch 1 plus u Quadrat. Und rechts bleibt übrig minus 1 durch 1 plus x Quadrat. Ja? So, jetzt integriere ich auf beiden Seiten. Ne? Und dann fällt das dx weg und habe da stehen Integral von 1 durch 1 plus u Quadrat du. Ist gleich minus Integral von 1 durch 1 plus x Quadrat dx. So, das ist eine Funktion, deren Stammfunktion man kennen sollte. Das ist der Arcus Tangens. Ja? Also steht da Arcus Tangens von u gleich minus Arcus Tangens von x plus c. Ne? So, und um das c zu fixieren, brauche ich noch eine Anfangsbedingung, die habe ich vergessen. U von 0 gleich 1. Ja. Ja. Ja, jetzt hatte ich ja gesagt, irgendwie muss ich jetzt nach U von x auflösen. Naja, wie mache ich das? Naja, ich bilde auf beiden Seiten den Tangens, ne? Dann Tangens von Arcus Tangens hebt sich auf, dann steht da u von x gleich Tangens von, na, jetzt wird es nur kompliziert, von minus Arcus Tangens plus c. Ja? So, und jetzt haben wir noch u von 0 gleich 1. Der Arcus Tangens von 0 ist 0. U von 0. Es wäre dann Tangens von c gleich 1. So, wo ist der Tangens 1? Natürlich bei Pi Viertel. Ne? Also ist c gleich Pi Viertel und ich habe eine eindeutige Lösung. Ja? Okay, ich wische den unteren Teil schon mal weg. So, die zweite
Methode ist die sogenannte Variation der Konstanten. So, die kann man für inhomogene Gleichungen verwenden, der folgenden Form. U' gleich f von x mal u von x plus r von x. Ja, also hier habe ich eine Restfunktion in Abhängigkeit von x. Ja, deswegen inhomogen. Ja. So, jetzt macht man folgenden Lösungsansatz. Okay, das R interessiert mich jetzt erstmal nicht. Mal gucken, was damit hinter passiert. Naja, jetzt steht hier irgendwas, U' ist gleich F mal U. Ja, U' gleich Lambda mal U hatten wir eben schon mal, ne? Lösung. Irgendwas mit der I-Funktion, ja. Und man macht jetzt den folgenden Ansatz. U von x ist, naja, vor der E-Funktion wird irgendetwas stehen. Ja? Ja, da steht eine Konstante, aber diese Terme sind beide von x abhängig. Ne? Und naja, da steht ja noch r von x, da dieses, das was vor dem e steht, wird von x abhängen. Ja? So, und jetzt kommt das e. Naja, und oben steht dann die Stammfunktion von f. Ne? Weil wenn ich dann ableite mit der Kettenregel, kommt hier klein f raus. Ja? Also groß f' ist klein f. Ja? So. Das ist jetzt der Ansatz. Ne? Also E-Funktion, E hoch die Stammfunktion von f mal, normalerweise wird hier eine Konstante stehen, aber diese Konstante wird von x abhängig sein. Deswegen Variation der Konstanten. Ich variiere die Konstante. Ja? Die Konstante wird variiert. Deswegen der Name. Ne? So. Gut, der Rest ist Rechnen. Ne? Jetzt setze ich das in meine Differentialgleichung ein. U' Produktregel, ne? Ist gleich, wo habe ich angefangen? Erst C' abgelitten mal e hoch f von x plus c von x abgeschrieben. E hoch f von x abgelitten, e hoch f von x, innere Ableitung ist klein f von x mal e hoch groß f von x. Ja? So, und das muss ja, U' muss ja gleich dem hier sein. Ne? Klein f von x mal u von x plus r von x. So, weil für u von x schreibe ich das wieder hin. So. U von x war ja c von x mal e hoch groß f von x plus r von x. Ja? So, und dann sehe ich, das und das fällt weg. Und es bleibt übrig c' ist gleich, ja, der Rechenzeichen ist r von x und wenn ich das rüberhole, steht da e hoch minus f von x. Ja, ja, c' von x, wie komme ich von c' auf c, muss das integrieren. Ne? Ja, Integral von dem Kram, der da steht, dx. Ja?
Das ist quasi eine Formel, die man sich merken muss und die man dann einsetzt. So. Ja, machen wir auch hier ein Beispiel zu. Das wäre dann 2i. Ich betrachte die folgende DGL. U' plus 2ux gleich x hoch 3. Mit der Anfangsbedingung, ja, wenn ich integriere, bekomme ich auch ein plus c wieder. Ne? Und das fixiere ich mit der Anfangsbedingung u von 0 gleich 1. Ne? Okay. So, jetzt löse ich mal nach U' auf. Ja, also diese Verfahren funktionieren insbesondere nur für explizite Differentialgleichungen, wo ich nach U' auflösen kann. Und ja, gucke ich erstmal, ob meine Differentialgleichung überhaupt in dieser Form darstellbar ist. Naja, das ist äquivalent dazu, dass U' gleich minus 2x mal u von x, jetzt schreibe ich hier, um das deutlich zu machen, das von x mal hin, plus x hoch 3. Ja? Ja, das passt doch, ne? Das minus 2x ist mal f von x, u von x, und die Restfunktion r von x ist x hoch 3. Ne? Also kann ich die Methode der Variation der Konstanten verwenden. Ja, und dann muss ich nur die Formel verwenden. So, ich brauche jetzt eine Stammfunktion. Ne? F von x ist minus 2x, dann ist eine Stammfunktion davon ist natürlich minus x Quadrat. Ne? So, und dann ist c von x gleich dem Integral hier drüber, ne? R von x mal e hoch minus f von x. R von x ist x hoch 3 und e hoch minus groß f von x ist e hoch minus minus x Quadrat, also e hoch x Quadrat dx. Ja? So. Das ist ein Integral, was nicht so schön zu lösen ist. Aber es wäre eine schöne Analysis-Aufgabe, weil es sowohl mit Substitution als auch mit partieller Integration geht. Ja, okay. Ich mache es hier nicht im Detail. Ne? Integralrechnung habe ich am Anfang wiederholt. Rechnet es mal in Ruhe genau nach. Ich sage nur den Ansatz. Erstmal mache ich Substitution. Ich substituiere z gleich x Quadrat. Ne? So, und dann hebt sich einiges weg. Dann, wenn ich das mache, bleibt von meinem Integral folgendes übrig. Also mal Punkt, Punkt, Punkt. 1/2 Integral z mal e hoch z dz. Ja? So, und das geht mit partieller Integration. Und es ergibt sich dann 1/2 e hoch z mal z minus 1 plus irgendein c. So, und das muss ich jetzt noch rücksubstituieren. Erlaubt mir, dass ich das mal durchwischen mache. Ja? Für z setze ich natürlich wieder x Quadrat ein, weil ich ja ein c von x haben will. E hoch x Quadrat durch x Quadrat minus 1. So, und jetzt muss ich das noch in die Formel, diese Formel einsetzen.
Ja, also U von X ist jetzt, okay, den Teil brauche ich jetzt nicht mehr. Also U von X wäre jetzt dieses C von X, also ein halb E um X Quadrat mal X Quadrat, nee, mit dem Exponenten, plus C mal E hoch groß F von X, und das war minus X Quadrat. Ja? So, und durch die Anfangsbedingungen bekomme ich mein C, U von 0 ist gleich, E hoch 0 ist 1, da kommt minus 1 raus, minus 1 halb plus C mal E hoch 0 ist 1, gleich 1. Dann müsste C gleich 3 halbe sein, stimmt das? Genau, und damit wäre jetzt auch diese inhomogene Differentialgleichung gelöst. Nur eine Tafel sich gerade. wie ist die Uhrzeit? 14 Minuten noch. 13 Minuten. Hm? 13 Minuten noch. 13 Minuten, okay, ja. Gut. Dann schaffe ich tatsächlich noch was. Gut. Ja. Also wie gesagt, die Analysis, die geht hier schon sehr weit, ne? Aber wir wollen uns natürlich jetzt hier insbesondere mit der Numerik der Parzellen, erstmal der gewöhnlichen Differentialgleichung beschäftigen. Ja, und dazu Verfahren einführen, die solche Gleichungen halt numerisch, also diskret lösen. Ne? Das heißt, nur an gewissen Punkten bekomme ich dann meine Funktionswerte, und natürlich bekomme ich dadurch nicht so einen schönen Term. Ne? Das ist klar. Gut. Ja, bevor wir dazu kommen, überhaupt von numerischen Verfahren für Differentialgleichungen zu sprechen, brauchen wir ein sehr wichtiges Werkzeug, was uns da immer wieder begegnen wird. Und leider auch im Mehrdimensionalen. Ja. Gut, das kann ich jetzt natürlich nicht wiederholen, sowieso nicht, weil wir es ja gar nicht hatten in der Analysis, aber auch nicht einführen im Detail. Ich hoffe, dass das mit Kettenregel oder was auch immer dann irgendwie klar wird. Das ist die sogenannte Taylor-Entwicklung. Ja, und ich brauche auch die mehrdimensionale Taylor-Entwicklung. Und die wird beliebig ekelig. Ja. Aber zwei, drei Beweise habe ich, wo sie drin vorkommt. Und da müsst ihr euch da mal ein bisschen durchquälen, auch wenn ihr davon noch nichts gehört habt. Im Endeffekt ist es ableiten. Es ist aber sehr schwierig, immer richtig abzuleiten. Okay. Gut, aber ich mache jetzt erst nochmal in den letzten paar Minuten Wiederholung zur eindimensionalen Taylor-Entwicklung aus der Analysis. Ach nee, ich habe jetzt auch erstmal ein paar Folien dazu. Die Folien habe ich mir natürlich selbst geklaut aus meinen Analysis-Folien. Ich habe sowieso überlegt, ich lade euch meine kompletten Analysis-Folien auch mal hoch.
Dann könnt ihr auch nachgucken, falls ihr irgendwas vergessen habt oder ne, nochmal nachlesen wollt. Es sind nur Übersichtsfolien bei mir. Das heißt nur Definitionen und Sätze ohne Beweise. Und nur selten Beispiele, ne, aber so. Ja, das ist also die wichtige. Und alles, was wichtig ist, steht auf jeden Fall drauf. Ne? So, also, was war nochmal die Taylor-Reihe? Ja, also, eine Taylor-Reihe ist eine Potenzreihe. Das ist quasi die Potenzreihe einer differenzierbaren Funktion. Wir gehen erstmal davon aus, dass die Funktion unendlich oft differenzierbar sei. Ja? Und dann kann ich die folgende Potenzreihendarstellung verwenden. Ne? Hier steht x minus x0 hoch k. x0 ist der Entwicklungspunkt und hier steht die Kata-Ableitung an der Stelle x0 dividiert durch k Fakultät. Ja? Genau, und das ist die Taylor-Reihe und wenn ich das irgendwann abschneide bei n, dann komme ich zum sogenannten Taylor-Polynom vom Grad n. So, und wenn der Entwicklungspunkt 0 ist, hat diese Reihe noch einen bestimmten Namen, dann heißt sie auch Maclaurin-Reihe. Okay. Ja, gerade in der Numerik bin ich ja bei sowas immer sehr daran interessiert, wie groß der Fehler ist, den ich mache, wenn ich diese Reihe irgendwo abschneide. Ja? Und da gibt es diesen Satz zu. Ich sehe gerade, die Nummerierung ist das auseinander. Das ist. In dem Moment. Ja, genau, sorry. Die muss ich natürlich noch anpassen. Das wäre natürlich dann der Satz 9,2, nicht 7,15. Okay, genau, und die, also das heißt, ne, wenn ich jetzt bei irgendeinem n abschneide, bekomme ich ja mein n Taylor-Polynom und irgendeinen Restterm, einen Fehlerterm. Ja? Das sagt quasi dieser Satz von Taylor. Und dieser Restterm, ja, der ist irgendwie gegeben, das basiert auf dem Mittelwertsatz der Differentialrechnung. Es gibt irgendeinen Xi aus dem Intervall x0 bis x, das ist. Ja, das ist sehr schwammig aufgeschrieben eigentlich, ne? Also es kann ja auch sein, dass x0 größer ist als x, dann ist es andersrum. So, das heißt, die lautet die n plus erste Ableitung an der Stelle xi durch n plus 1 Fakultät mal x minus x0 hoch n plus 1, ja? So, und wenn man dieses Restglied, das versucht man nach oben abzuschätzen gegen irgendeine Folge, die gegen 0 geht, ja? Und wenn man das machen kann, dann weiß man, dass die Taylor-Reihe auch tatsächlich gegen das f konvergiert. Ja? So, eine sehr wichtige Taylor-Reihe ist die Logarithmus-Reihe, die so aussieht. Ja, die wollte ich gleich noch an der Tafel machen, wenn wir das noch schaffen. Okay, was sind noch Eigenschaften von Taylor-Reihen? Ja, also glatte, das heißt genügend oft differenzierbare Funktionen, lassen sich halt durch ein Taylor-Polynom und ein Restglied darstellen. Das Restglied kann ich abschätzen. Da gibt es auch eine Formel für tatsächlich, um das Restglied abzuschätzen. Das ist also alles schön numerisch, alles schön, ne? Kennen wir es, alles bekannt. Und ja, wenn dieses Restglied, wie gesagt, für n gegen 0 geht, dann stimmt die Taylor-Reihe mit der Funktion überein. Ja, und die Approximation ist dann beliebig genau. Ja, und noch eine sehr wichtige Eigenschaft, wenn ich irgendeine Potenzreihe einer differenzierbaren oder einer unendlich oft differenzierbaren Funktion habe mit einem Konvergenzradius R größer 0, dann ist diese Potenzreihe bereits die Taylor-Reihe. Ja, genau. Gut. Sehen wir uns hier noch ein Beispiel zu an. Ich hatte eigentlich drei Beispiele vorgesehen, aber da komme ich jetzt nicht mehr zu, ist aber nicht schlimm. Dann schreibe ich sie nur an, könnt ihr selber mal versuchen. Ja. F von x gleich e hoch x. Ja? Okay. Das ist klar, das kriegen wir ganz schnell hin. Ne? Für alle k aus n ist natürlich die Kata-Ableitung e hoch x selbst. Ne?
Ja, und dann stelle ich die Taylor-Formel auf. Tf von x ist natürlich dann nichts anderes als die Summe von k gleich 0 bis unendlich. Naja, der Entwicklungspunkt ist 0. Ne? So, und da stand ja die Karte-Ableitung an der Stelle x0. Das heißt, ich muss x0 in die Karte-Ableitung einsetzen. E hoch 0 ist immer 1. Und das, was übrig bleibt, ist noch 1 durch k-Fakultät mal x hoch k. Ja? Die kennen wir. Sollten wir hoffentlich noch kennen. Ja, das ist natürlich, ich schreibe jetzt mal, aufgrund von Analysis ist das e hoch x. Ja? Das wurde mit anderen Methoden gezeigt, dass diese Reihe gegen e hoch x konvergiert. Nicht mit der Abschätzung des Restgliedes in der Taylor-Entwicklung. Ja? Also das wissen wir aus anderen Gründen, dass das gilt. Ja? So, jetzt hätte ich ja eigentlich noch Sinus und Cosinus. Ja, aber das könnt ihr euch mal selber überlegen. Ne? Die entstehen ja, indem ich die komplexe Funktion e hoch i mal x betrachte. Ja, und dann die entstehende Reihe in Real- und Imaginärteil aufteile. Und der Realteil ist der Cosinus und der Imaginärteil ist der Sinus. Ne? Auch da wissen wir, dass die beiden konvergieren. Das heißt, da brauchen wir keine zusätzlichen Konvergenzanalysen mehr zu machen. Also ich schreibe jetzt einfach nur mal Sinus und Cosinus zur Übung. So, aber log x plus 1, das wollte ich machen. So, das Ganze geht natürlich nur für x aus r größer als minus 1. Oder der Logarithmus weder für 0 noch für negative Zahlen definiert ist. Ja, was muss ich machen? Also ich bestimme also immer erst die ersten Ableitungen, sagen wir mal so bis zur Ordnung 4. Ne? Ja, gut. Erste Ableitung ist 1 durch x plus 1. Ich muss immer 0 einsetzen. Ne? F von 0 ist 0. Log von 1 ist 0, ne? F' von 0 ist 1. Zweite Ableitung, Kettenregel. Minus 1 durch x plus 1 zum Quadrat. Ne? 0 eingesetzt ergibt minus 1. 2'. 3'. Ja, auch Kettenregel wieder, das ist 2 durch x plus 1 hoch 3, 0 eingesetzt ergibt 2. Vierte Ableitung, wäre minus 6 durch x plus 1 hoch 4. Und die vierte Ableitung an der Stelle 0 wäre minus 6. Ja. So. Ja, jetzt besteht die Kunst darin, ja, für diese Folge, die da entsteht, 1 minus 1, 2 minus 6, eine Formel zu finden. Ja. So, ich kann es ja mal versuchen. Also ich brauche eine allgemeine Formel für die Karte-Ableitung von 0. Und meine Folgeglieder fangen an mit 1, minus 1, 2, 6. Ja? So, das erste, was ich abfrühstücken kann, ist das Vorzeichen. Immer abwechselnd und fängt mit plus 1 an. Das heißt, bei der ersten Ableitung muss es positiv sein, also minus 1 hoch k minus 1. Ne? Sollte passen. Naja, und was ist das andere? 1, 1, 2, 6. Was sind das? Mal ganz kurz drüber nachdenken. Das sind Fakultäten. Ne? 0 Fakultät ist 1, 1 Fakultät ist 1,
2 Fakultät ist 2 und 3 Fakultät ist 6. So, jetzt muss ich mit dem Index aufpassen. Bei der vierten Ableitung muss 3 Fakultät stehen, also K minus 1 Fakultät. Ja? So, damit ist die Taylor-Reihe gegeben durch Summe K gleich 0 bis unendlich über ja, jetzt muss ich das Ganze natürlich noch durch K-Fakultät teilen. Dann bleibt im Nenner aber nur noch K übrig. Also minus 1 hoch K minus 1 durch K mal X hoch K. Hm? Stopp, Vorsicht. Es ist zwar egal eigentlich, aber ich fange bei 1 an. Ne? Weil diese Formel deckt die nullte Ableitung nicht ab, weil das ein Sonderfall ist. Ja? Die nullte Ableitung funktioniert selbst eine Log-Funktion. Wenn man einfach 0 gleich 0 ist, macht das kein Problem. Okay, ja. Das ist, glaube ich, auch die Formel, die auf der Folie stand. So, und jetzt muss man sich halt noch fragen, wann konvergiert das denn? Ja? Und das konvergiert nicht immer. Nicht so schön wie bei der E-Funktion und bei Sinus und Cosinus. Ja, gucken wir uns mal dieses Restglied an. Wie war das? Ich muss ein Xi einsetzen und die K plus erste Ableitung bilden. So, das haben wir gegeben durch Betrag. Minus 1 hoch K. Ne? Also K plus 1 muss ich ja bilden durch. K plus 1 mal, hier steht dann 1 durch. Ja, da stand 1 durch, ne, in den Ableitungen. X, Xi plus 1 hoch K plus 1. Mal XK plus 1. Ich glaube, das Ganze noch durch K-Fakultät. K plus 1 durch N plus. Ja, K plus 1 Fakultät. Egal. Das macht ein Unterschied. So. Naja, ich will aber haben, dass das gegen 0 geht. Ne? Für K gegen unendlich. So, X ist kleiner als Xi. So, 0 kleiner X kleiner Xi. Naja, also ist eigentlich egal. Es geht nur dann, wenn der Betrag von x kleiner 1 ist. Dann geht das gegen 0. Ja. Ja, und deswegen ist das auch nur gleich dem Logarithmus von x plus 1 für Betrag x kleiner 1. Ja? Ja, sobald das x-Betrag größer als 1 ist, kann das nicht mehr gegen 0 gehen. Hm? Okay. Ja, dann können wir nächstes Mal direkt mit dem Euler-Verfahren anfangen. Das ist das einfachste numerische Verfahren zur Lösung von gewöhnlichen Differentialgleichungen. Und da brauchen wir auch direkt die Taylor-Entwicklung. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Okay, muss ich den Stream stoppen. Mhm.